Jo, hi, zurück zum Mafia. Ich bin hier mit Jojo, hat mir eine Bude besorgt und sagt, wir können jetzt mal hinfahren mit seinem neuen wunderbaren Auto. Mal gucken, ob das wirklich so wunderbar ist. Schön, dass du wieder da bist. Ist nicht schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast du denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, bin ich zur Falcone-Familie und habe für sie gearbeitet. Echt? Ja, wart mal den Abend ab. Wie gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen, ich verrat's dir sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich, ich habe das wochenlang geplant. Das ist es ja gerade. Ja, das denke ich auch. Joe ist ja nicht die hellste Kerze auf der Torte. Mal gucken. Also richtig rocken tut die Karre nicht. Bist du farbenblind? Die war rot. Naja. Cops haben auch neue Autos. Also von daher müssen wir gucken, was es hier so für nice Autos gibt. Ich kann die irgendwie auch noch pimpen. Okay, hier ist es. Park irgendwo. Sieh dir die Bude an, sie liegt im obersten Stock. Die erste Monatsmiete habe ich schon für dich bezahlt. Ach ja, der Eingang zu deiner Garage liegt in der Seitenstraße da. Danke, Joe. Echt nett von dir. Hey, übrigens der Schuppen, wo wir heute Abend hingehen. Erste Sahne. Schon klar. Ja, da ist sie erstmal okay. Achso, er kommt gar nicht mit rein. Okay. Welcome, welcome. So, wer sind wir? Wo sind wir? Obersten Stockwerk. Nices Heftchen. Okay. So, ganz oben wahrscheinlich, oder? Weil oberste Stockwerk ist ganz oben. Okay, da wären wir. Ich bin sicher, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Ich wohne in einem ähnlichen Apartment. Wie Sie sehen, hat es sogar Telefon. Und das ohne Aufpreis. Und hier ist das Bad. Sauber und modern. Und so viel heißes Wasser, wie man will. Spiegel auch. Schön Ali. Alles gut. Und hier ist das Schlafzimmer. Komplett mit Bett. Erstmal die Küche sehen. Groß genug. Upsi. Junge. Für zwei. Auch für drei. Und es quietscht nicht. In meinen Augen immer ein Plus. Oh Mann. Sie werden viel Freude mit Ihrem neuen Apartment haben, Sir. Falls Sie Fragen haben, nur keine Hemmungen. Nur eine. Wann gehen Sie endlich? Wenn Sie mich genau jetzt entschuldigen, ich muss noch genau zu einem anderen Interessenten. Auf Wiedersehen. Fuck you, hau ab. Zieh den Anzug an. Okay, lass mal den Anzug anziehen. Ich dachte, du wirst die Garderobe. So, sieht schon besser aus. Ah, hier, Digga. Mach mal Licht aus, Junge. Okay, Apartment ist mit dem Schlüssel gekennzeichnet, ist schon mal gut, weil würde ich sonst nie wiederfinden. Was war hier? Licht ausmachen. Müssen wir ein bisschen Strom sparen hier. So, Garage ist links hinter der Ecke. Welche denn die hier? Okay. Oh, nice. Da ist er ja. Ein bisschen kaputt. Alter, was sind hier für Autos drin? Press, das ist nicht schlecht. Katsching. Oh, wir haben nur $70. Hm. Naja, aber die Karre ist jetzt wieder wenigstens fein. So, komm, wir fahren mal den Schlitten hier. Der ist nice. Wow, fett. Zu Joe. Oh ne, der fährt aber gar nicht gut los. Voll die Karre. Hupe geht.
machen, Leute. Ihr braucht mir hier zu lang. Was stehst du hier rum? Ah, okay. Wenn man den Tempomat rausnimmt, ist das Ding ganz nice. Alles klar. Gut doch. Hallo, die Cops. Schon nach einer Garage parken. Ja. Lässt er uns. Juri, dann gucken wir mal. Licht aus, Junge. Moment. Wir müssen sparen. Was ist hier los? Oh, Joe wohnt hier. Katsching. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Feine Stöffchen, steht dir. Danke. Also, was läuft heute Abend? Wart's ab. Ein Freund von mir kommt gleich vorbei. Ich habe ihn kennengelernt, während du deinen kleinen Urlaub genommen hast. Führ dich anständig auf. Er ist nämlich ein wichtiger Typ. Ach ja? Er muss gleich hier sein. Wer sagt's denn? Hey, Joe! Hey, Eddie, hier wie läuft's denn so? Na, bestens, kann mich nicht beklagen. Ist das dein Kumpel? Ja, das ist Vito. Vito, das ist ein Freund von mir, Eddie Scarpa. Freut mich, Eddie. Ganz meinerseits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Verdursten. Gehen wir. Hey, Vito, fährst du? Ich habe ein bisschen was getrunken. Und? Hast du ihm schon gesagt, was wir vorhaben? Nein, er weiß nur, dass es eine Überraschung ist. Sie wird ihm gefallen. Das hoffe ich doch schwer. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja im Knast umgepult. Hey, was quatscht ihr denn da? Keine Panik. Wart's ab. Na komm, Joe, lass die Katze aus dem Sack. Hey, der stirbt ja fast vor Neugier. Wir sagen's ihm im Auto. Okay. Fahr los, Vito. Vielleicht sagst du mir endlich, wohin. Richtung Oyster Bay. Wahrscheinlich ohne Ärger zu kriegen. Also, was hat dir im Bau am meisten gefehlt, Vito? Freiheit. Ja, und was noch? Ja, Hulk, Alter. Weiber, Baseball, einfach alles. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Fahren wir zu einem Baseballspiel? Nein, wir gehen in den besten Puff der Stadt, Vito. Puff? Natürlich. Ich hätte lieber Baseballtickets. Warum ziehst du so ein Gesicht, Vito? Willst du dich nach all den Flautejahren nicht ein bisschen amüsieren? Keine Panik, Vito. Die Mädels dort verstehen ihr Handwerk. Wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, bringen sie es dir wieder bei. Ach, Joe. Das wird ein Heidenspaß. Hab dein Auge auf mich, dass ich mich nicht volllaufen lasse. Ich muss heute noch was erledigen. Noch was außer Vögeln und Saufen? Du weißt, wie das ist. Das Geschäft steht immer an erster Stelle. Na los, Vito, steig in die Eisen. Die Karre fährt wie so ein Sofa. Oh, Leute, kaputt gefahren. Das tut mir leid. Schaltet ihn aus. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das war nicht beabsichtigt. Die Karre fährt halt einfach nicht so gut. Okay, jetzt muss ich erstmal abhängen. Au. Oh, oh. Muss einen kleinen Umweg fahren, aber nicht mit der Karre. Werden wir die scheiß Polizei los? So nicht. Muss man kurz reparieren. Gib mir Deckung! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Ja, gib dir mal Deckung.
Muss er erstmal reparieren. So, weiter geht's. Okay. Steigt ein, Showtime, Vito. Steigt ein. Alter, was für eine Karre. Tschüssi. Alter. So, wir gehen jetzt mal zurück. Die Karre ist ein bisschen kaputt, sorry. Dummidum. Fahren wir mal ganz normal. Nicht, dass es nochmal Ärger gibt. Ein bisschen aufgeregt. Tuff, tuff, tuff. Wir fahren in den Puff. Da ist es. Okay. Da sind wieder die Cops. Hier hatte ich aus Versehen einen angefahren. Bin ein bisschen zu sehr gedriftet. So, aussteigen. Muss das irgendwo da drüben? Mhm. Nee, wo ist es denn? Könnt ihr mir sagen, wo das ist? Leute, ihr wisst, wo das ist. Ich weiß nicht, wo es ist. Sollen wir mit dem Auto hinfahren? Wir müssen scheinbar mit dem Auto vorfahren. Irgendwo da drüben rein. Ist das der Treffpunkt? Ja, wir hatten schon gehört, dass Clementi und das Arschloch von Luca Leute gegen Gebühren die Familie aufnehmen. Aber wir hatten keine Ahnung, dass sie solche Summen dafür verlangen. Aber dafür wird man sie zur Rechenschaft ziehen. Also, ich habe mit Leo Galanti über dich geredet, Vito. Er meinte, dass du Mumm in den Knochen hast und er hat mir von der Scheiße erzählt, die Clementi mit euch abziehen wollte. Aber mal unter uns, Vito, warum hast du diese Karriere gewählt? Ich meine, wir haben alle unsere Gründe. Tja, oh ja. Weil ich, ich möchte ungern wie mein alter Herr enden und, Oh nein. Ja. Mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen. Oh. Freunde. Oh, okay. Ja. Okay, jetzt verzieh dich, Baby. Also, hör zu, Vito. Ich arbeite für Carlo Falcone und wir haben vor, unsere Firma zu vergrößern. Joe arbeitet schon eine Weile für uns und da du sein Freund bist, würden wir dir auch gerne einen Job anbieten. Interessiert? Ja, klar bin ich interessiert. Okay, darauf trinken wir. Auf euch, Jungs. Na denn. Und auf eine glänzende gemeinsame Zukunft. Hoch die Tassen. Ich kann heute Abend nicht so viel trinken. Ich hab noch was Geschäftliches vor. Oder andersrum, völlig egal. Nein, nein, jetzt mal im Ernst. Carlo hat was in der Birne. Er interessiert sich für Dings. Du weißt schon, Astrologie. Nein, du meinst Astronomie. Ah, hau ab, du blöder Schwanzwärmer. Ich schalte die Uhr ab, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, du Tut mir leid, Schwein. Ladies. Ich muss jetzt leider gehen. Halt die verdammte Klappe. Wenn du schon dein Maul benutzen musst, dann... Besser, wir gehen jetzt. Vito! Ja, gehen wir. Hey, steh auf, Joe. Huh?
Ich verschwinde. Gute Nacht, ihr Lotten. Na, das läuft ja super. Das heißt, wir haben hier ein neues Auto. Ja, hier, komm. Das muss jemand geklaut haben. Hey, ruf die scheiß Bullen. Bist du blind? Du stehst direkt davor. Hä? Ach ja, gut. Wo sind meine Schlüssel? Vito fährt. Er hat am wenigsten gebechert. Ja, das Einsteigen nächste Mal gefossen. So organisierst du uns mehr Pussys und weniger Sprit. Na, endlich. Geht doch. Na, wie hat dir der Laden gefallen, Vito? Ganz toll. Ist besser, als wenn man sich in der Dusche nach der Seife bücken muss, hä? Was stinkt denn hier so? Eddie, hast du gekotzt? Was? Ich kotze doch nicht in mein eigenes Auto. Was zum Teufel stinkt hier so? Ja, ich riech's auch. Das muss Frankie Pott sein. Was? Der Arsch hat dir in den Wagen gekotzt? Ja, nein, er liegt im Kofferraum. Er liegt im Kofferraum. Was? Hey, das ist alles deine Schuld, Joey. Ich hab doch gesagt, ich hab noch einen Job zu erledigen. Aber du musst mich abfüllen. Hey, seit wann heißt ein Job zu erledigen, dass eine Leiche im Kofferraum liegt? Und vor uns fahren die Cops. Hey, entspann dich, Vito, okay? Hey, er ist besser. Wir lassen uns was einfallen. Das ist schon dabei. Wir müssen nur die Leiche vergraben. Ich habe schon guten Platz bei der alten Sternwarte gefunden. Okay. Hast du eine Schaufel? Klar, im Kofferraum. Das Loch ist schon ausgehoben. Wir müssen ihn nur reinschmeißen und zuschaufeln. Okay, wo ist das Loch? Außerhalb der Stadt, da gibt's einen Waldweg zu einer kleinen Lichtung. Da ist das Loch. Leg den Zahn zu, ja? Gott, ich brauch frische Luft. Der verdammte Gestank hier hinten regt mich noch um. Alter, jede Menge Cop-Autos. Upsi. Ich fahr schön langsam. Halt an! Kein Ärger. Schnell! Ich muss kotzen! Zu spät. Oh, Mann, Junge. Wo kommt denn der ganze Mist her? Tja. Oh, Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass ich Kalamar gegessen habe. Du trinkst keinen Schnaps, was? So, weiter geht's. Ekelhaft. Was für eine Schlorre. So, wie weit ist es denn noch? Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon mal? Lass mal kurz gucken. Ach, da oben. Mhm.
So, wo will er denn jetzt verbuddeln? Gut, da wären wir. Junge, Junge. Vito, mach den Kofferraum auf. Ist das ein Witz? Na toll, Mann, ganz toll. Ganz toll, genau. Absolut. Hm. Oh, Scheiße, die neuen Schuhe. So eine Sauerei. Oh, Allmächtiger, das stinkt vielleicht. Wie lange liegt der Kerl da schon drin, Eddie? Erst ein paar Tage. Hol ihn allein raus, Vito. Ah, ist ja toll. Den Gestank ertrage ich nicht. Klasse, Begrüßungsparty ist das. Scheiß. Hey, Jungs, hier ist das Loch. Genau hier. Schmeiß den rein. Das war's. Geschafft. Okay, schütten wir das Loch zu. Wie? Ich schaff das beim besten Willen nicht. Kannst du das übernehmen? Jedes Mal, wenn mir der Gestank von dem Typen in die Nase steigt, muss ich kotzen. Und Eddie ist auch krank. Okay, von mir aus. Hey, Jungs. Wie wär's mit ein bisschen Musik, ja? Ihr spinnt doch alle. Gute Nacht, mein Schatz, ist Zeit. Eigentlich hatten wir uns deine Willkommensparty anders vorgestellt. Aber so sind wir wenigstens in einer frischen Luft. Ja? Meinst du, das gefällt dir immer noch, wenn ich dir diese Schaufel überziehe? Gute Nacht, mein Schatz. Junge, 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 Junge. Na gut, haben wir das alles zugebuddelt jetzt hier, oder? Naja. Sollen wir mit der Karre weiterfahren. Wo ist Eddie? Achso, sitzt schon. Mhm. Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott, armer Dino. So, raus hier. Manchmal hilft das. Junge, Junge, Junge. Fahren wir lieber langsam. Bevor den hinten noch schlecht wird. Absolut wunderbar. So, wir sind jetzt gleich da, ne? Wohin fahren wir zu Joe oder wohin waren wir? Habe ich jetzt nicht gelesen.
Tut mir leid, Vito. Die Party ist ein bisschen unschön zu Ende gegangen. Ne? Könnte man so sagen. Du hast was gut bei mir. Ja. Lass Eddies Wagen hier, damit er morgen früh nach Hause kommt. Du bist ein guter Mann, Vito. Ich begleiche die Rechnung morgen. Hey, kommst du noch auf einen Drink mit rein? Schnauze da unten! Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Ah, leck mich, du Schlampe! Hallo. Ja, schön. Los, genug. Ab ins Bett mit dir. Komm jetzt. Ich ruf dich morgen an, Vito. Gute Nacht. Ja, schon klar. Oh, du hast ein Loch im Hut. Was ist denn los? Hey, Vito, raus aus den Federn! Herrgott! Marty, hör auf zu schreien! Mir brummt der Schädel! Oh. Entschuldigung, Joey. Und sag nicht immer Joey zu. Das geht mir auf den Sack. Vito, komm runter! Ach, oh, Laster. Scheiße. Ja, ich würde aber mal sagen, reicht jetzt erstmal. Und, wir gucken, Radio einschalten. Okay, nein, kein Radio. Wir machen das beim nächsten Mal weiter, okay? Also, bis dann. Ciao.